Ja. Also, okay, moin. Wirklich, das ist. Solche Nummern, finde ich, tun einfach weh. Wirklich, wenn du solche Spieler siehst auf High Tier, das tut einfach nur weh. Oh. Sturmteufel, moin! Guck mal, jetzt haben wir hier einen 6er, 8er. Na, das ist doch mal eine ganz andere Nummer. Das geht auch nicht so schnell. Davon gehe ich jetzt mal aus, dass es nicht so schnell geht. Es ist ja wirklich so, wenn du gegen Tier 10 spielst. Ey, das ist so. Wow, echt. Das ist unglaublich. 6er WB ist in den ersten Minuten. Ja, meistens ja nicht so. Also, das ist. Das liegt einfach wirklich aus meiner Sicht daran, dass auf Tier 10 so viele schlechte Spieler unterwegs sind. Also, schlecht im Sinne von, die haben das Spiel noch überhaupt nicht verstanden. Die wissen gar nicht, was sie tun. Und die wissen auch nicht, wie sie sich wehren können. Das sind einfach nur Opfer. Aber sie wollen kein Tier 6 spielen, weil. Nee, das ist ja scheiße. Da bin ich ja auch mal Low-Tier. Ja, und auf Tier 10 bist du nur Opfer. Und das ist so ein bisschen das Problem in diesem Spiel, dass die Leute irgendetwas wollen, aber nicht können. Und zurückrudern ist gar nicht. Ja, bei mir ist alles gut. Außer, dass ich schon wieder genau da unterwegs bin, wo diese beschissene Ranger kommt. Alter, ey. So, weil dann muss ich nämlich jetzt schon abdrehen. Denn, seht ihr? Im Zweifelsfall kriege ich es dann nämlich gleich mit Gegnern zu tun. Na. Das kann doch nicht sein, dass. Naja. Dann gib mir deine Planes. So, den versuche ich noch ein bisschen hinter mir herzuziehen, ne? Das macht er nicht. Na ja, gut, mit nur noch 15.000. Nochmal ein Brand. Tja, meine kleine Chopper. So, wer das nächste? Noch ein Brand, ist das nicht grausam? First Blood! Weg ist die Wurst! Ho, ho. Ja. Wie kann man mit dem Radarkreuzer hier drauf zufahren? D. Du spielst mit der Z zusammen. Okay. Dann müssen wir mal gucken. Auf dem Ding habe ich kein RPF. Ich weiß gar nicht, warum nicht.
Weil irgendwo wird ja diese Z auch sein. So, und ich würde eigentlich gerne AP schießen, aber aus der Entfernung kriege ich wahrscheinlich nur Abpraller. Das will ich nicht. Oh, guck mal. Nicht, dass die Z mich hier versucht rauszunehmen. Jetzt nehmen wir AP. Na, dreht schön auf Breitseite. Und ich kalte jetzt auch von der Z so ein bisschen weg. Tja, Nürnberg. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. Immer gut für eine Zita. Auch auf den DD zu fahren. Da ist er doch schon, die Z. So gern ich jetzt den Nürnberg auch rausnehmen würde, aber der ist erstmal wichtiger. Den kriege ich immer noch da. Und es kommt wieder der CV. Gegnerischer Kreuzer gesunken. Meinst du, ich fahre wirklich die ganze Zeit einfach nur geradeaus und fahrt ihr in die Torps? Wo fährt denn unser CV-Spieler so hin mit seinen Flugzeugen? Tja. Das Problem des CV-Spiels. Hast du keinen Plan, bist du nutzlos für das Team. Es ist ein DD im Spiel. Ich bin hier mit einem Kreuzer und unser CV kommt gar nicht auf die Idee, den zu spotten. Und viel ist an dem auch nicht mehr dran. Das darf man auch nicht vergessen. Na? Oh, guck mal, eigentlich waren die nicht schlecht.
Schon klar. Torpedos auf Steuerbord. Ja, guck mal, der scheiß Kartenrand drückt mich da rein, ey. Ich kann mit meinen Torps halt keine DDs raustorpen. Guckt euch das an, wo der ist. Unser... Naja. Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt. Wenn du glaubst, ich schieße jetzt immer weiter, mein Freund, dann kann ich dir nur sagen, hast du dich geirrt. Auch wenn ich kein Hydro mehr habe. Da fahre ich ran. Da, er hat Hydro, na wie schön. Wirklich, also... Idiot, echt. Solche Spiele verliert man nur wegen einem völlig bescheuerten CV. So ist das nun mal. Zöllner, moin! Ja, aber der andere war auch nicht wirklich helle. Der hat auch unsere Benson bis zu sich durchfahren lassen. Ja, das Problem ist halt jetzt CV-Spiel, ne? 522, der fliegt mich einmal an. Alles fliegt auf mich zu und das war's. Also ich versuche jetzt eigentlich nur, so nah an die ranzukommen, dass ich möglicherweise eben da nochmal Torps hinschmeißen kann. Das ist das Einzige, was ich jetzt versuche. Weil 13,5 Kilometer Torps bei 12,4 Kilometer Sicht ist machbar, sofern ich nicht die nicht auf die Zara treffe. Ich glaube, der hat eine bessere Verborgenheit als ich. Aber unser Ranger ist halt, naja, Tier 6 Spieler. Wahrscheinlich hat er erst 50 Gefechte. Leo, moin!
5 Minuten. Zwölf vier. Hydro an, scheinbar. Das ist ja ätzend, ne? Aber der wird ja wieder in die Richtung fahren gleich. Das ist ja. Wie kommt der auf die Idee, da Hydro anzumachen? Das macht doch für den gar keinen Sinn. Ja, unser CV ist schlichtweg hohl. Also kann ich auch mitschießen und versuchen, die Zara noch zu kriegen. Ach, jetzt hat er sie gekriegt. Na toll. Tja, mein Name ist Vollpfosten und wie geht deine Hose auf? Ja, wirklich. So unglaublich schlechte Spieler auf in diesem Spiel. Das ist so. Wow. Ich versuche jetzt einfach von dem wegzukiten, dass er mich nicht nochmal spottet. Und hoffe, dass mein Flooding reicht. Tja, wir sind vorne. Aber ich ver... Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der mit der Panzer zu A unterwegs ist. Und wenn er da reinfährt, die haben noch 2 Minuten. Na, unsere Benson steht da ja auch lieber im Smoke, statt zu spotten. Also, wirklich. Null Überlegung bei den Leuten. Er sieht jetzt gar nichts. Der mit der Panzer kann jetzt hier rumfahren, ranfahren und geht gleich direkt vor ihm auf. Na. Hilft nichts. Ich muss mitschießen. Ist doch klar, dass die Fuso mich treffen wird. Nee, er trifft mich nicht. Aber ihr seht, warum ich mitgeschossen habe. Guckt euch die Benson an. Wenn ich da nicht mitschieße, ist der raus. Und wenn der raus ist, haben wir es verloren. Jetzt haben wir noch 20 Sekunden, jeweils 2 Caps. Und jetzt werden wir es auch gewinnen. Es sei denn, die Benson meint jetzt, da noch irgendwas machen zu müssen. Kommen Sie zurück. Wow.
Wow. Wow, oder? Wie kann man... Also wie können die anderen das so wegschmeißen? Naja. Man könnte auch sagen, wir haben uns das erkämpft. Aber jetzt mal ernsthaft. Ja. Guckt euch das an und den Abstand hier. Und wie war das? Die BBs, die 6er-BBs schmeißen sich weg. Ja, stimmt wohl. Ganz hinten, ey. Alter Schwede, echt. Wow. Ja, und das ist jetzt hier auch, ne? Also, dass der mit der Fuso aus der Entfernung nicht trifft. Der hat 9000 Gefechte. Ich hätte jetzt gedacht, der hat 90. Also, dass der da hinten rumfährt, ist eine Frechheit für gegenüber seinem Team. Das darf er nicht machen. Ich weiß auch nicht, was er sich gedacht hat, ob er da auf Nummer sicher fahren wollte. Ich habe keine Ahnung. Aber so, was haben wir denn im potenziellen Schaden? Gar nicht so viel, ne? Keine 800.000. Wow. Ja, ich habe eine Fuso, ich habe einen Reichweitenflieger. Was wollt ihr von mir? Sehr gut. Ja, und deswegen haben solche Spieler dann eine schlechtere Winrate, weil sie solche Spiele verkacken, die sie einfach nicht mehr verlieren dürfen. Ne? Full HP Fuso. Der hat 9000 Gefechte. Alter, mit der Fuso fahre ich aber mit 9000 Gefechten weiter vorne. Weit, weit, weiter vorne. Egal. Wir haben es gewonnen. Und nur das zählt.